Weißt du, was wir machen, Alter? Wir bauen ihm jetzt ein neues Haus in diesem Stream. Wir bauen ein richtig schönes modern Haus. Oh, yes, Digga. Nice. Ich höre bestimmt Craft Attack, meine Freunde. Let's go. Schauen wir mal ganz, was wer da ist. Wahrscheinlich ist Kevin gerade da. Das wäre natürlich ganz geil. Petrit ist erstmal banned, Leute. Wir bauen die Kathedrale weiter. Und ich dachte mir eigentlich, dass wir heute... Oh, lol. Das war saudumm. Ja. Das war ein Enderman. Ich dachte eigentlich, dass wir heute auch vielleicht sogar hingehen und auf korrekt Petrit ein kleines Geschenk machen. Und... ihn wieder zurück in Craft Attack willkommen heißen. Er kommt ja heute Abend wieder und ich dachte mir, Leute, dass ich mir ein kleines Willkommensgeschenk für Petrit vorbereite, weil, ja, er wurde gestern gebannt so, ne, ihr wisst, wie es ist, aber letztendlich, we all miss him. We all miss him. So, wir all miss him, weißt du? Folgendes ist passiert, Petrit hat gestern das erste Mal in der ganzen Geschichte von Craft Attack einen Bann kassiert, Alter. Das ist noch, glaube ich, noch nie vorgekommen, Mann. Ich find's insane, dass sowas überhaupt in Craft Attack bis dato mal geschehen ist. Ja, moin! Hi! Ich hab grad darüber gesprochen, Alter, wie Petrit einen Bann kassiert hat. Ja, Junge, Alter, ich bin davon ausgegangen gestern, ehrlich, ich sag dir das jetzt, Revi, ne? Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass wir gestern richtig RP machen. Weiß gar nicht, was ich jetzt noch denken soll. Also ich werde auf jeden Fall jetzt, ich mach ganz aus einer Box fertig mit Sachen, wo ich weiß, die kann Petrit gebrauchen. Und ich werde Petrit zurück in Craft Attack willkommen heißen. Ich mach dir ein bisschen White Concrete und sowas fertig, Alter, damit er direkt wieder sein Haus aufbauen kann heute Abend. Ich bin heute Abend leider nicht da. Aber, ja, dachte mir halt so, dass das Mindeste ist, was wir tun können. Aber ja, Spa. Also ich kann den Bann schon verstehen, Kevin, Alter. Es ist schon okay, weil ich habe ja auch bewusst gesagt, yo, ich möchte nicht, dass der ewig lang gebannt wird, sondern halt auch nur diese 24 Stunden jetzt. Was trotzdem krass ist, weil es halt in Craft Attack noch nie in der ganzen Zeit einen Bann gegeben hat. Das muss man einfach mal so sagen. So, es gab in Craft Attack noch nie einen Bann. Und ja, ich mach dem jetzt eine Doppelkiste direkt von diesem White Concrete Zeug fertig, Alter. Und dann kriegt er noch von mir ein paar Dias und sowas, weil Kevin hat ja gestern die komplette Ehre genommen. Bester Move. Vor 20 Uhr schnell Reefed heiraten, weil Petrit kann nichts machen. Oh Mann, ich würde so gerne, aber ich bin heute Abend tatsächlich unterwegs und bin heute Abend auf einem Charity-Stream, den ich hosten werde, von Fortnite und Amar und Mickey und sehr vielen Fußballern, die da sind, Toni Kroos unter anderem und sowas. Ihr kennt mich, meine Freunde, Charity, always first, Alter. Ja, es geht mir einfach darum, guck mal hier, Leute, wir haben ja schon so viel White Concrete wieder, das ist alles, was er eigentlich braucht. Wir machen das da unten, ich repariere das jetzt noch ganz kurz, Leute. Ey, es tut mir auch ein bisschen leid zu fehlen, so ist ja nicht, ne? Also er hat es ja nicht. Okay, MLG, schaffe ich ihn? Gerade hinsetzen? Ich werde ihn nicht schaffen. Oh. Nice. Hab ihn geschafft. Bin bei dir in der Base, ne? Ich komme jetzt zu dir. Hier ist irgendwas explodiert bei dir in der Base gerade? Nee, das ist Kevs komische Cobblestone-Farm. Null. Ja, ein bisschen nervig. Hat er eine Cobblestone-Farm? Ja, der hat irgendwie so einen Cobblestone-Generator mit so einem TNT-Ding und das generiert die ganze Zeit Cobblestones und dann werden die in einem Ofen geschmolzen und dann hat er das, was Trimax mit Kakteen hat, nur mit halt Cobblestone und das Ding nervt halt mega. Hey, mach mal deine Dings-Farm hier aus, Kev. Ich denke die ganze Zeit, bei Rotputz im Haus fliegt aus der Luft, der hat sich schon beschwert wegen Lärmbelästigung. Paragraph 3, Absatz Craft Attack 4 Ordnung, von damals noch, von Craft Attack 4. Es ist untersagt, eine Farm zu machen, die die Nachbarschaftsruhe stört. Rotwald hat doch einen Knopf, da kann sie doch ausmachen. Dieser eine weiße Concrete-Turm, der geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Petrits Turm. Das ist Petrits, oder? Ja, den baue ich gerade gleich wieder auf. Auf? Ich wollte den jetzt wegspringen. Ja, spreng ihn mal komplett weg und dann kann ich nämlich hier komplett Tabula Rasa machen. Finde ich geil. Geil, Ehre. Also das Ding ist, Leute, wir wollen halt wirklich jetzt hier nicht griefen oder so. Wir machen ihn einen glatten Start. Ja, richtig. Also, it's real talk. Das ist echt nicht dumm. Das ich freue mich. Weißt du, so eine herzensgute Aktion. Ich finde, die sollte sogar fast noch belohnt werden eigentlich, dass wir ihm wirklich versuchen, den Wiedereinstieg so angenehm wie möglich zu machen. Den ganzen See hier auf jeden Fall repairen, Alter. Ich hätte sowieso Real Talk abgebaut einfach, weil das halt wieder aufzubauen ist übernervig. Ich finde es so geil, wie Pat das Haus einfach schon zweimal kaputt gegangen ist komplett. Ja, Mann, ey, Red Room. Yes. Wollen wir seinen Aufzug wieder aufbauen? Das können wir schon mal machen eigentlich, oder? Ja, das ist easy. Ja, das machen wir das, Alter. Dann machen wir das. Dann bauen wir gleich den Aufzug für ihn auf, Leute. Oder wollen wir ihm die Möglichkeit geben, was komplett eigenes Neues zu machen? Mir ist egal. Weißt du, was wir machen, Alter? Wir bauen ihm jetzt ein neues Haus in diesem Stream. Wir bauen ein richtig schönes modern Haus mit White Concrete. Sollen wir einfach hier eins neben den See knallen, okay, damit er erst gar nicht auf die Idee kommt, sich hochzubauen wieder. Ja, Mann. Wir bauen eine richtig schöne Terrasse, komm. Lass mal ein bisschen Platz machen. Er darf nicht auf die Idee kommen, sich wieder hochzubauen. Ja, aber es sieht halt so scheiße aus. Soll ich mal was sagen? Und ich spende ihm ein paar Dias. Ja, ich wollte auch noch ein paar. Ja.
Für diesen Spaß, dass ich hier springen darf, bezahle ich. Ja, Mann, ja, Mann. Das ist eine Idee, Digga. Das ist eine Idee, Mann. Komm. Mit TNT, Alter. Alter, okay. Ich hoffe, das fliegt nicht so weit. Zusammen? Ist so weit. Okay, hau rein. Ich würde aber sagen, das ist ganz wichtig. Wir müssen von unten springen. Wenn ich jetzt von oben springe, fliegt alles kreuz und quer. Oder soll ich von oben springen? Ich glaube, ich springe von oben. Das geht so schief, Alter. Ich schieße mit dem Pfeil. 3. Nein, warte. 2. Ich muss den Baum in der Wurzel zünden. 1. Zündung! Oh Gott, das wird so schief gehen. Oh, ich hab mich getroffen. Das wird so schief gehen. Nein. Oh nein, da fliegen welche in meine Richtung. Oh mein Gott. Oh, das ist eine Zuckerspringung. Habt ihr das gesehen? Alter, das hat echt gut geklappt. Es ist nichts kaputt gegangen. Oh mein Gott. Es ist kaputt gegangen. Meisterhand. Meisterlich. Wir bauen eine richtig geile Bergvilla. So eine richtig schöne Villa hier am See, Alter. Okay. So eine richtig schöne. Das klingt gut. Ja, Mann. So, der soll wieder eine solide Basis haben, damit er wieder. Ja, er wird wieder so in das soziale Gefüge von Craftwerk mit eingegliedert, Leute. Ihr versteht. Kennt ihr noch diese Serie, wo so Tine Wittler in so Häuser geht und die abreißt und dann neue baut? So SOS Do-It-Yourself-mäßig so? Genau das machen wir hier, Leute. Das können wir mit mir machen auch. Geil, Alter. Finde ich eine Baba-Aktion, Leute. Dann machen wir den Streamer noch was Sinnvolles, Alter. Wir schenken dann quasi, das ist jetzt natürlich die Folge für morgen für mich auch, wir schenken Patrick einfach ein neues Haus, Mann. Das ist wirklich extrem cool, Mann. Und so sieht Patrick, dass wir nicht nur irgendwie hier auf Kriegsfuß mit ihm sind, ja? Überhaupt nicht, wir viben in here. Aber was ist, wenn Patrick nachher Unsinn macht und wir müssen das Haus, was wir ihm jetzt gebaut haben, zur Strafe sprengen? Ja, dann ist natürlich wack, Alter. Also dann weiß ich auch nicht, Mann. Also Patrick hat auf jeden Fall gestern schon die Andeutung gemacht, Revi, ne? Dass er gesagt hat, es ist nicht vorbei. Ja, der wird weitermachen. Ich glaube, Alter, wenn wir jetzt ein gutes Zeichen sehen, nämlich hier sagen, yo, Bro, wir bauen dir was Schönes, Alter. I doubt it, dass der auf jeden Fall nochmal baut. Also du bist so total jetzt auf Frieden gemünzt. Du willst jetzt absolut Frieden safe, mit Patrick. Alter, safe, Junge. Guck mal hier, Leute, jetzt haben wir hier schon einen richtig schönen großen Platz. Der kleine Hügel kann hier sogar noch so ein bisschen als Sichtschutzwall bleiben. Der hat ein richtig geiles Top-Grundstück hier einfach, Mann. Kann man nichts sagen, kann man wirklich nichts sagen, Alter. Ich weiß auch schon, in welchem Stil wir das Haus bauen, Leute. Wir bauen ein asiatisches Haus, Mann, weil das mag Patrick sehr. Baust du eigentlich dein Boot wieder auf? Irgendwann, ja. Irgendwann baue ich wieder mein Schiff auf, ja. Wir bauen eine asiatische Pagode, Alter. Pagode, du weißt, was Patrick für ein kranker Asia-Fan ist. Muss hübscher sein als die von Spark auf jeden Fall. Spark hat doch keine Pagoden gebaut, oder? Ja, so angelehnt an Pagoden-Style. Ja, sieht aber nicht so krass aus. Also in meinen Augen Schmutz. Okay, wir haben noch eine Stunde 14 Minuten Zeit, Alter. Das ist wie bei SOS Do It Yourself da mit Tine Wittler, okay, sowas, genau. Wo die reinkommen, das Haus in einer Woche umbauen. Das Rotpilz kommt so schnell hier hin mit ein paar neuen Kisten, damit wir es hier ganz schnell fertig bauen. Alter, ich habe eine Stunde noch Zeit. Let's go. Alter, krass. Wir kriegen das hin. In vier Wänden. Ja, landet im See, hallo. Genau. Ja, ja. Rotpilz? Soll diese, was heißen jetzt? Oder? Oh shit, ich hab Leute. Nein, Patrick, geh mal hier raus, Mann. Das darf Patrick! Nicht. Geh mal bitte. Okay. Ich hab meine Axt runtergeworfen. Okay. Geh mal bitte der raus. Der arme Patrick. Kerl, Alter. Der wird jetzt sogar aus dem Discord vertrieben. Was? Nein, das ist eine Überraschung, Leute. Hast Akazie? Du. Akazie? Ja, Mann, Bro. Akazienholz auf Ehre, Alter. Akazie als Kontrast zum Spruce. Ist ganz geil, dass Rotpilz jetzt gerade da ist, Leute, weil der hat nämlich auch Artistic and Autistic Mind like me. Okay, Leute, wir werden hier so krank produktiv sein, Alter. Wir werden dieses gottverdammte Haus so hochziehen. So, das sind die Grenzsteine hier. 1, 2, 3, 4. Das ist hier quasi einmal so. 1, 2, 3, 4. Oh, gib mir den Smoothstone, Ehre, danke. Danke. Ich wollte einen Block hinsetzen. 4, oh. Okay, Felix, du kannst das Grundstück mal nach hinten erweitern, Alter, weil das soll die Grundform sein. Das wird schon ziemlich groß, das Haus. Wir müssen es echt reinhauen, Alter. Eine Stunde noch Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bin mal gespannt, ob wir das geschafft kriegen, was du davor hast, ey. Komm, jetzt wird der Speed-Mode ausgepackt. So, guck mal, in der Mitte kommt das Haus. Das hier draußen rum ist nur die Terrace, Alter. Ihr kriegt eine riesige rundumlaufende Terrasse, Alter. Okay, eine Stunde noch Zeit, das kriegen wir hin, Mann, das kriegen wir hin. In der Mitte kommt ein fettes Yin und Yang Zeichen, das sollte passen. Da komm, ich mache mal einen Kreis rein. Leute, habt ihr schon mal jemanden so schnell bauen sehen, Alter, what the f***? Yeah. So geil, wir bauen Petrus so einen buddhistischen Tempel, er wird jetzt so ruhig, weißt du, was ich meine? Das wäre halt echt nice, wenn er so zum Frieden findet auf einmal. Komm, Felix. Tiefe in Wänden, Alter, bei Minecraft so wichtig immer. Depth. Ganz wichtig, Mann. So einen auf den irgendwie? Ja, finde ich geil, finde ich sehr geil. Ja, Mann. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Was sagst du zu ihm hier? Er hier noch so an der Ecke, so accent-wise, weißt du, was ich meine? Ist stark, oder?
Leute, seht ihr das? Davon lebt halt Minecraft bauen, Alter. Indem man halt so viel verschiedenste, aber trotzdem tonal gleichwertige Baumaterialien halt nutzt und halt irgendwie hingeht und einfach versucht, das ja in einem ähnlichen Farbpattern quasi zu bebauen. Obwohl es komplett verschiedene Materialien sind. Also es würde halt nicht jetzt aussehen, wenn ich jetzt hier 200 verschiedene Farben dran mache. Das sieht halt nicht aus. So baut ja auch keiner ein Haus. Aber ihr seht, das sind ja alles sehr, sehr ähnliche Farbtöne mit verschiedensten Materialien. Das finde ich immer sehr, sehr geil einfach. Boah, geil, mir sprudelt es gerade so raus, die Kreativität. Ich spüre es richtig in meinem Sack. Ja, danke schön. Das war's mit der Monetarisierung an der Stelle. Guck mal, Felix, guck dir das schon mal an. Schau mal, siehst du das? Boah, so, das sieht so simpel geil aus, Alter. Weißt du, was ich meine? Und es ist trotzdem halt so nice. Boah, ich fände so geil, wenn Petal plötzlich den Weg des Buddhismus einschlagen würde. Er wird zum ruhigsten und friedlichsten Bewohner in Craft Attack wird. Das wäre so geil, Alter. Stell euch das mal vor. Petal geht so morgens durch die Stadt, grüßt alle so. Guten Morgen. Ganz ruhig so, Alter. Was für ein Film wäre das, Felix? Petal geht wie so ein Villager durch die Stadt so. Ich stelle schon mal kurz ein paar Fackeln hier zwischendurch hin, ja, damit hier nicht irgendwie nachher Creeper oder so. Kevin ist so der Bauaufsichtsdude, weißt du? Alter, das ist echt schön schon. Ich bin ein bisschen neidisch gerade. Das ist schon ganz geil, ne? Das ist auch so geil, dass wir halt uns gar keine Sorgen machen müssen, weil Kevin hat die ganze Zeit alles farmt. Das ist so Ehre, Alter. Aber ich glaube sogar, das Dach wird auf jeden Fall richtiger Brain. Das Dach ist bei asiatischen Häusern krank eklig, Alter. Willst du für das Dach irgendwie so Prismarin oder so nehmen, dass das so diesen türkisgrünen Farbton hat? Könnte man machen, ich weiß nicht das genau. Dope. Wenn wir das haben. Kann ich besorgen, ihr müsst mir nur sagen, was ihr haben wollt für Steine. Die Frage ist halt, also klar, hier vorne kann man das halt easy machen, weil hier ist ja... Aber hier ist halt die Treppe, da müsste man sich halt was überlegen. Also man könnte natürlich jetzt klar hier den hier machen, so, dann haben wir halt nur die Treppe auf... Die Treppe hat nur eins breit, das können wir natürlich auch machen, dass die Treppe halt nur eins breit ist. Ja, mal, wir machen es so. Auch wenn das... Platz, ne? Ja, richtig, genau. Das erstmal weird aussehen mag, Leute, wartet ab. Macht einfach mehr Sinn. Haben wir noch genügend Spruce-Look? Es passt aber auch irgendwie, Leute. Passt aber auch. 600 Minuten noch, let's go, komm. Komm mal, Felix, kannst du die Treppe auf der anderen Seite mal runterschälen auf eine Breite nur? Und dann die Pfeiler dazwischen? Genau, das wäre halt quasi... Okay. Dann können wir nämlich hier eine Wand hinsetzen, weißt du? Boah, ich war lange nicht mehr so konzentriert, Felix, ich schwör's dir. Ja, ich bin auch gerade richtig im Speed-Mode, damit wir das noch fertig kriegen. Habib, ja, Mann, perfekt. Ich wollte noch eine Etage reinzimmern, Alter, ich geh jetzt ey. Ja, Mann, oh mein Gott, wir kommen hier oben auf den Dreier-Pattern, mega geil. Ohne, dass man es berechnet hat, ohne, dass man irgendwelche Planung hat, Alter. Dann haben wir nämlich hier, oh, yes, Digga, nice. Bei Profis automatisch so. Hey, Habib, ich schwöre, das ist so nice, Alter. Ja, Mann, insane. Okay, wir checken mal ganz von außen. Mal ganz kurz, ist immer wichtig, immer zwischendrin drauf zu schauen, wie es aussieht. Oh mein Gott, Alter, Felix, what the f***? Ja, krank, oder? Holy shit, Junge, ich bin ja überhappy damit. Wir reißen einfach so ein Ding aus dem Arsch, Alter. Manche Leute studieren dafür Minecraft und kriegen es nicht gebacken. Halt wirklich, ne? Bro, ich liebe dich dafür, dass du jetzt hier schon angefangen hast, diese ganzen Dinger reinzusetzen, diese ganzen kleinen Deko-Elemente. Feier ich sehr. Ja, muss. Oh mein Gott, und das auch einfach so schnell hier hochgezimmert, das ist halt das Krasse. Okay, Leute, noch 20 Minuten, theoretisch. Wenn wir das Dach jetzt noch sehr schnell durchhalten, die Etage hier oben ist auch noch fertig. Jetzt kommt noch schnell eine kleine Etage oben drauf. So eine ganz kleine Etagere einfach. So, hier oben kommt ein kleiner Giebel rein, zack. Hier kommt schon das Flachdach drauf. Und jetzt, Leute, kommt der Grind nämlich folgenderweise. Hier oben kommt nämlich ein ganz kleiner Raum nochmal drauf. So eine ganz kleine, das machen wir zu hier. So. So, wir machen folgendes. Wenn man jetzt hier hochkommt, dann könnte theoretisch hier halt noch, ja, hier die nächste Etage, beziehungsweise die letzte Etage hin. So ganz, ganz mikroskopisch. Okay. Nach 10 Minuten, Felix, aber ich glaube, wir sind echt gut in der Zeit. Das Dach wird uns richtig. Oh, ich habe so Schiss, Alter. Ich hasse es, das Dach immer zu bauen. Ich hasse Dächer. Okay, Leute, wir machen das simple Dach. Simple Asian Dach for Beginners. Einfach hier solche Dinger dran packen. Normalerweise ist da viel mehr Schwung in den Dächern drin in Asien, aber das kriegen wir jetzt einfach zeitlich nicht gebacken. 4 Minuten noch, okay, das schaffen wir auf keinen Fall, Alter. Digga. Geht mir sehr gut rein. Sieht mir, oh mein Gott, Digga, ist Malaysia eher als China, aber passt voll. Okay, Felix, zweite Etage machen, let's go. Ja, was geht eigentlich mit uns, Junge? Wir sind einfach Götter. Fuck. Fang du uns schon mal mit dem Cobblestone-Dach an. Oh mein Gott, Alter, mir geht das so gut rein, wie wir hier gut durchgrinden, Alter. Mann, ihr Missgeburten! Meine Fresse. Ey, Kevin, streamst du heute Abend? Ja, ne? Ja, safe werde ich heute Abend am Schlüssel sein. Gibst du Patrick von mir das Haus? Ja, ja, ich übergebe ihm das in deinem Namen. Und von Rotpilz und von Kev und von dir. Okay, Leute. Innerhalb von 2 Stunden haben wir diese Monstrosity auf ein Haus gebaut. Und ich schwöre es euch, ich bin übertrieben happy damit.
Alter, 1 Stunde 20 Minuten oder 2 Stunden 7, Leute. Insane. Insane. Sag doch Minecraft-Götter jetzt. Junge, guck mal, Spark steht auch hier. Spark, Minecraft-Götter, hast du gehört? Kevin, Spark, so muss er neben mir wohnen. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich bin richtig, richtig zufrieden damit, Mann. Übertrieben krank. Junge, Junge, Junge. Patrick hat endlich ein vernünftiges Haus, Leute. Patrick wird jetzt den Weg der Buddhisten einschlagen. Okay, Leute, Löwen machen wir die Tage noch. Spark, Patrick wohnt jetzt neben dir. Du hast jetzt einen endlichen Nachbar, der wird jetzt den Weg des Buddhismus beschreiten. Er wird friedlich sein durch das Haus. Wow, vielen Dank. Aber ist doch viel geiler als dieses andere Haus, oder? Das haben wir gerade in 2 Stunden aus dem Hintern gezogen, zu wissen. Ja, das andere hat mir mehr gefallen, da war er ein bisschen weiter weg. Okay, man kann dich nicht glücklich machen, ich merke das schon, es tut mir leid. Schade, Mann, schade wirklich. So, Leute, ich muss los, Alter. Wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Stream. In diesem Sinne, macht's gut, meine Freunde. Bis die Tage. Ciao, Leute.